Vielen Dank, Frau Präsidentin. Gestatten Sie mir bitte zunächst, den Kollegen von der Linken zur Auflösung Ihrer Fraktion aufrichtig zu kondolieren. Sie waren ja immer bekannt für die ganz kurzen Anträge, ein oder zwei Seiten, die eigentlich kaum der Besprechung würdig waren. In tiefer Anteilnahme hat die CDU-CSU nun beschlossen, eine Fraktion, die schlechte Anträge im Bundestag stellt, muss es ja geben. Und deswegen haben Sie beherzt nach der roten Laterne ergriffen und diesen Gesetzentwurf eingebracht mit dem Titel Asylbewerberleistungsweiterentwicklungsgesetz. Der eine Seite ist an Ihnen doch zu viel. Sie ändern ein Wort oder beantragen, ein Wort zu ändern. Das ist jetzt Ihre Leistung, Ihr Beitrag hier im Plenum. Und es geht um die Dauer der Leistung, des Leistungsbezugs von Asylbewerberleistungen. Das ist also das, was ein Asylbewerber, ein noch nicht anerkannter Flüchtling bekommt, bevor er dann ins Bürgergeld wechseln soll. Statt 18 Monaten, die es bisher sind, wollen Sie 36 Monate haben. Das ist durchaus begründbar, anders als Frau Nasser gesagt hat. Denn mittlerweile haben wir eine Situation, dass man 7 Monate braucht, um überhaupt irgendwie einen Bescheid zu bekommen. Dann klagen viele auf Steuerzahlerkosten. All das ist natürlich ein falsches Konstrukt, intronisiert von Angela Merkel und der CDU. Jedenfalls gibt es dann noch 27 Monate, bis irgendwann das Gerichtsverfahren beendet ist. Natürlich ist es nicht richtig, die Leute irgendwie dann nach 18 Monaten ins Bürgergeld zu schicken. Das ist völlig klar. Aber mal ganz ehrlich, werte Kolleginnen und Kollegen von der Union. Sie haben dieses Thema doch intellektuell völlig unterbelichtet. Es reicht doch nicht, irgendwie über eine Dauer des Asylbewerberleistungsgesetzes zu plaudern. Wir waren da als AfD übrigens schon letztes Jahr viel weiter. Wir haben einen konkreten Antrag gegeben, was wir machen müssen. Dieses Jahr auch noch mal im März. Wir brauchen Sachleistungen statt Geldleistungen. Wir müssen es endlich strafbar machen, wenn jemand hier bei der Einreise lügt und unter Lügen Asylverfahren letztendlich anstrebt. Das brauchen wir alle. Und wir brauchen nicht den automatischen Transport in Sozialleistungen. System. Sie haben all das eingeführt. Und wissen Sie, ach, kommen Sie. Wissen Sie, was mich am meisten enttäuscht, neben den Flachwitzen des Herrn Kollegen hier? Das ist, dass Sie tatsächlich Ihre eigene Rechtsetzung nicht nachvollziehen. In der Tat war es nämlich allein die CDU, die ständig an der Dauer des Leistungsbezugs im Asylbewerberleistungsgesetz herumgetrickst hat. 1993 unter Kohl eingeführt mit 12 Monaten Wartezeit. 1997 unter Kohl auf 36 Monate Leistungsbezug geändert. Unter 2007 unter Merkel dann sogar auf 48 Monate. Hört, hört, Sie waren schon mal viel weiter, selbst unter Merkel. Bis Sie dann entschieden haben, Sie werden jetzt mal eben komplett linksgrün. 2015 ging es runter auf 15 Monate Wartezeit und 2019 auf 18 Monate Wartezeit wieder rauf. Und jetzt wollen Sie selber plötzlich wieder an 36 Monaten hoch. Und wissen Sie, Sie haben nicht nur keine Ahnung von dem, was Sie da einbringen, sondern Sie opfern auch noch unser Rechtssystem und Ihrer Willkür der Rechtsetzung. Aber jetzt komme ich zu Frau Nasser, die ja verneint hat, es gibt Pull-Faktoren oder so. Das ist ja alles, die fliehen ja alle. So. Dann beantworten Sie mir mal die Frage, werte Frau Kollegin. Warum kriegen wir in Deutschland rund 30.000 Migranten im Monat und Polen kriegt zum Beispiel nur 850, Dänemark kriegt 250 und Tschechien 100? Warum? Nein, weil es Geld gibt, werte Frau Kollegin Klose. Es gibt Kohle. In Polen gibt es nämlich gerade mal 40 Tage lang 40 Slotte. Das war's am Tag. In Dänemark 7,61 Euro am Tag. Tschechien zahlt nur Unterkunft und Verpflegung und kein Geld dazu. Und in Deutschland gibt es umfangreiches Taschengeld. 182 Euro. Das ist ein Haufen Geld für einen Afghanen, der ein Durchschnittseinkommen von 33 Euro im Monat zu Hause hat. Und es sind 50 Euro mehr. Es sind 50 Euro mehr, als wir einem alten Senioren im Pflegeheim an monatlichen Taschengeld geben. Und das ist doch eine Schande, wie wir im Endeffekt den Unterschied hier aufmachen zwischen den Asylbewerbern und den Pflegern, meine Damen und Herren. Das ist vollkommen klar. Wir brauchen Sachleistungen statt Geldleistungen. Es kann auch nicht mehr der Fall sein, dass jemand, der einfach mal die Grenze überquert, hier ein Aufenthaltsrecht hat, meine Damen und Herren. Und wir müssen Lügen im Asylverfahren strafbar machen. Bei dieser ganzen intellektuellen Unterfassung, die die Union da abgeliefert hat, da wünscht man sich ja fast die Anträge der Linken zurück. Die nächste Rednerin ist Stefanie Effner für die Fraktion Bündnis 90